Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Jahresrückblick-Vorsätze für 2021 Video. Ja, ich werde das Ganze in dieser Vlog-Form machen. Leute, ich bin immer so. Es gibt so viele Menschen da draußen, die jetzt Jahresrückblicke hochladen und alle haben so richtig viel zu erzählen und auch was sie sich für nächstes Jahr vorgenommen haben. Und ich bin so. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe das Gefühl, das wird das kürzeste Video aller Zeiten, weil ich einfach, ich habe nicht viel zu erzählen, Leute. Ich meine, wir wissen alle, dass das Jahr 2020 nicht so geil war. Wirklich nicht. Es hat uns einfach sehr, sehr viele Sorgen beschert und hat viele Leute unglücklich gemacht, hat viele Leute arbeitslos gemacht, hat viele, viele Leute sterben lassen. Es ist das Unglücksjahr des Jahrtausends, würde ich mal fast behaupten. Wenn ich mir das Ganze jetzt aber aus der Sicht meines Lesejahres ansehe, dann war das unglaublich toll. Ich habe eben mal zusammengerechnet, ich habe 138 Bücher gelesen. Ich habe keine Statistik. Das heißt, ich kann euch gar nicht sagen, wie viel ich letztes Jahr gelesen habe, aber ich finde, das ist ein guter Schnitt. Ich bin eigentlich so vom Typ her sowieso immer so, dass ich eigentlich immer über 100 Bücher lese. Ich finde 138 richtig gut. Hab da auf jeden Fall so krass viele Highlights dabei gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Highlight-Video schon online ist oder ob das danach online kommen wird. Also ich habe unheimlich schöne Lesestunden gehabt. Ich glaube auch einfach, dass man gerade in so einer Zeit wie während der Pandemie schöne Geschichten braucht, um einfach so ein bisschen der Situation zu entfliehen und ein paar schöne Stunden dann noch zu haben und einfach aus den Sorgen mal rauszukommen. Also, da muss ich schon sagen, dass mein Lesejahr einiges, ja, schön gemacht hat, was vielleicht sonst nicht schön gewesen wäre. Also, das Lesejahr war halt durchweg positiv. Ich habe so, so viele schöne Bücher gehabt. Natürlich gab es auch Bücher, über die ich mich krass aufgeregt habe. Siehe mein Flop-Video. Aber das hat sich echt in Grenzen gehalten. Und wenn ich halt jetzt wirklich sehe, dass ich 9 Flops hatte und dafür aber 14 bis 20 Highlights, das ist ja kaum zu vergleichen. Das ist natürlich super und ich freue mich da auch drüber. Und 138 gelesene Bücher ist der Hammer. Also ich kann mich, was das Lesejahr angeht, eigentlich gar nicht beschweren. Ich muss sagen, was jetzt meine YouTube-Zahlen angeht, war das Jahr sehr ambivalent. Also, ich bin jetzt niemand, der irgendwie guckt, welche Videos besonders oft geguckt werden. Ich meine, man sieht das im Nachhinein immer. Rezensionen werden natürlich nicht so gerne geguckt. Trotz allem muss ich natürlich meine Rezensionsexemplare rezensieren, das ist klar. Und ich mache das auch immer sehr, sehr gerne, sonst würde ich sie nicht anfragen. Manchmal muss ich sagen, habe ich so ein bisschen einen Overflow, dass ich sage, okay, jetzt habe ich relativ viele Rezensionsexemplare hier und habe gerade keine Lust, eins davon auch nur zu lesen. Das ist dann immer so eine Zeit, wo ich mich dann dazu zwingen muss. Das ist natürlich nicht so geil und ich erhoffe mir, dass ich im Jahr 2021 da vielleicht dann ein bisschen differenzierter gucke, welche Bücher möchte ich wirklich, wirklich gerne rezensieren und haben und welche vielleicht doch eher nicht, welche würde ich nur aus einem Impuls heraus anfragen. Da möchte ich mich vielleicht so ein bisschen in eine andere Richtung bewegen, dass ich hier nicht immer diesen Stress dann habe, jetzt Rezi-Exemplare lesen zu müssen, obwohl ich da gar nicht so krass Lust drauf habe. Das ist so die einzige Sache in dieser Richtung. Ansonsten, ja, habe ich natürlich ja auch euch nach Videowünschen unter meinem Gewinnspiel gefragt und ich muss sagen, die Resonanzen waren ja richtig toll. Ich bin sowieso immer noch total begeistert davon, wie viele Leute bei dem Gewinnspiel mitmachen. Die Auslosung ist wahrscheinlich jetzt schon vorbei, weil dieses Video werdet ihr im Januar bekommen und die Auslosung ist am 1. Januar. Aber ich bin wirklich, wirklich happy über meine Abonnenten, obwohl ich da auch, wie gesagt, im Jahr 2020 ein relativ ambivalentes Jahr hatte, was jetzt mal Abonnenten angeht. Also normalerweise ist es von Anfang an schon so gewesen, dass ich ungefähr 100 Abonnenten im Jahr dazu gewonnen habe. Und in diesem Jahr hatte ich eine Zeit, war das sehr wechselhaft. Da habe ich mal 10 Leute dazu gewonnen, dann sind wieder 10 Leute abgesprungen. Ich habe mich quasi nicht von der Stelle bewegt. Und das war eine Zeit, da habe ich dann auch etwas weniger Videos hochgeladen. Da war ich doch irgendwann sehr resigniert und hatte dann auch teilweise nicht so viel Lust.
Normalerweise bin ich nicht so der Typ, der jetzt nur wegen Abonnentenzahlen Videos dreht. Ich habe das rein als Hobby angefangen. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich jemals Geld mit YouTube verdienen kann. Da bin ich auch noch ganz, ganz weit von entfernt. Das werde ich wahrscheinlich auch niemals erreichen. Aber wie gesagt, das war auch nie mein Ziel. Das war nie, dass ich gesagt habe, ich fange jetzt YouTube an, damit ich irgendwann Geld damit mache. Das hätte ich niemals gedacht. Es geht einfach nur darum, dass ich mit euch mein Hobby teilen kann. Und bis man mit YouTube Geld verdient, muss man ja über ein paar tausend Abonnenten haben. Ich glaube nicht, dass ich da jemals hinkomme. Aber es ist halt schon schön, wenn man einen gewissen Fortschritt im Jahr macht. Und dieses Jahr, wie gesagt, dieses auf der Stelle treten, das war doch immer so ein bisschen ärgerlich. Und wie gesagt, da bin ich halt drüber so ein bisschen so resigniert gewesen dann ab und zu. Und dass ich jetzt halt wirklich in diesem Jahr noch die 800 erreicht habe, war für mich halt so ein bisschen eine riesige Wunscherfüllung, weil das einfach eine sehr, sehr lange Reise bis dahin gewesen ist. Wie gesagt, sonst ging das irgendwie immer so im Jahr 100 Abonnenten. Das war dann irgendwie so, ja, cool. Aber dieses Jahr, bis dann tatsächlich die 800 mal erreicht waren, ging doch eine Zeit ins Land und irgendwie war ich zwischendurch auch etwas... Ja, Leute, ich weiß nicht, ich hatte zwischendurch gar nicht so viel Lust, YouTube zu machen. Und da das ja mein Hobby ist, zwinge ich mich natürlich dann auch nicht, aber man merkt es dann natürlich auch den Abonnenten an, wenn man denn dann mal ein, zwei Wochen keine Videos macht. Und ich muss aber sagen, ich bin richtig gut wieder reingekommen. Also ich hatte halt echt so ein bisschen eine Flaute im letzten Jahr, ich bin aber wieder gut reingekommen und erhoffe mir natürlich fürs nächste oder übernächste Jahr, dass ich dann vielleicht die 1000 erreiche. Das wäre schon, also Leute, 1000 ist halt so ein Ziel. Ich hätte niemals gedacht, dass ich überhaupt auch nur ansatzweise in diese Richtung mal kommen würde. Aber jetzt ist natürlich 1000 das große Ziel. Und wer weiß, was mir das nächste Jahr und das übernächste Jahr so bringen. Also das wäre schon richtig schön. Also 1000 Abonnenten, da, ja, das ist so ein kleines Ziel für mich für die nächsten Jahre einfach. Ja, genau. Das so zum letzten Jahr. Ich kann euch nicht viel erzählen, Leute. Also ich hatte einige Monate, wo ich nicht so viel gelesen habe, wo ich auch nicht so reingekommen bin. Das ist dieses Jahr relativ oft der Fall gewesen. Ich hatte nur einen Monat, wo ich mal so 15 Bücher geschafft habe, was auch sehr außergewöhnlich ist. Ansonsten war ich immer sehr in einem mittleren Rahmen von so 7-8 Büchern. Auch tatsächlich in diesem Jahr mal 2 Monate, wo ich nur so 4-5 gelesen habe. Was auch sehr ungewöhnlich für mich ist. Also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also 8-9 Bücher sind für mich normal. Und ja, ich war dieses Jahr irgendwie, trotz dessen, dass ich so viele gute Bücher gelesen habe, hatte ich auch viele Monate, wo ich einfach nicht so krass ins Lesen reingesogen worden bin. Im Sommer noch eher als jetzt in den letzten Monaten. Trotz allem bin ich halt wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Lesejahr. Es sind so geile Bücher dabei gewesen. Es war einfach schön. Ich habe viele Reihen für mich entdeckt, vieles abschließen können endlich. Und ja, habe mich über vieles aufgeregt, aber ich bin halt auch ein sehr impulsiver Mensch. Für diejenigen, die das vielleicht nicht so gerne mögen, das werdet ihr öfter bei mir finden. Vielleicht, wenn ihr gerade jetzt auch neu bei mir angekommen seid. Ich bin ein sehr impulsiver Mensch und wenn ich ein Buch nicht mag, ich zerreiße jetzt nicht unbedingt Bücher, aber wenn ich etwas nicht so ganz verstehe, dann gebe ich das schon auch zum Ausdruck. Und das war in diesem Jahr bestimmt auch ein, zwei Mal der Fall. Und ja, ihr werdet es an meinem Flop-Video sehen. Ich glaube, mein Flop-Video ist so ein bisschen ein Video, wo wahrscheinlich einige das Gefühl haben werden, dass ich Bücher zerreiße. Aber das liegt halt einfach daran, dass Thematiken verarbeitet worden sind und wie sie verarbeitet worden sind, die für mich dann im Endeffekt halt einfach komplett unverständlich waren. Und ich dann halt einfach so ein bisschen impulsiv werde, weil ich unbedingt euch sagen will, was mich daran so stört. Und dann steigere ich mich da immer sehr rein. Dafür bin ich halt einfach ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Das ist leider so. Aber ich bin niemand, der bereitwillig unbedingt Bücher zerreißt. Das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Da gibt es ganz andere Kanäle, die das unbedingt und gerne machen. Ich mag das eigentlich nicht und vermeide das, soweit es geht. Wenn es mich jetzt halt nicht unbedingt direkt anspringt. Ja, ansonsten, was sind meine Vorsätze fürs nächste Jahr? Natürlich möchte ich gerne eure Videowünsche umsetzen, soweit es mir denn möglich ist. Ich hole mir jetzt mal gerade die Liste hier. Ich habe natürlich alles aufgeschrieben, jeden einzelnen Kommentar durchgeguckt und geliked und mir die Namen für das Gewinnspiel aufgeschrieben. Und dann habe ich natürlich mir auch aufgeschrieben, was ihr euch so wünscht.
Natürlich, zu 90% wolltet ihr gerne eine Bookshelf-Tour und ich hätte das gar nicht gedacht, dass das ein Video ist, was so gerne geguckt wird, weil ich habe schon öfter mal Bookshelf-Touren gedreht und hatte irgendwie nie das Gefühl, dass die Resonanzen so hoch waren. Bin aber schon fleißig dran, für euch meine Bücherregale jetzt abzufilmen. Hab schon 3 gelesene Buchregale gemacht. Stellt euch aber wirklich darauf ein, dass diese Videos relativ lang werden, weil meine Bücherregale sind relativ groß. Und ich werde immer ein Regal nach dem anderen machen, ein Genre nach dem anderen und dann wird das mit Sicherheit mal noch ein bisschen länger werden. Aber es ist auf jeden Fall geplant, hier meine komplette Regalrunde zu machen. Deswegen, ihr könnt euch darauf freuen, das werden dann im Endeffekt natürlich ein paar mehr Videos werden, weil ansonsten wäre das Video ein paar Stunden lang. Es haben sich auch ganz, ganz viele Highlights-Videos gewünscht, sei es jetzt Highlights zu unbekannten Büchern, meine Fantasy-Highlights, meine Coming-of-Age-Highlights und sonstiges. Werde ich sehr, sehr gerne machen. Da habe ich, glaube ich, auch in den letzten Monaten schon mal was gemacht. Das werde ich in der Infobox verlinken, soweit ich es nochmal finde. Und werde dann einfach gucken, was ich schon mal gemacht habe, damit ich mich nicht wiederhole. Und werde mir dann einfach immer mal ein Genre raussuchen und euch dann da meine Highlights zu abdrehen. Da ich jetzt natürlich aber meine Bücherregaltour mache und dementsprechend ihr natürlich meine Lieblingsbuchregale auch zu Gesicht bekommen werdet, könnte es natürlich sein, dass sich da dann etwas wiederholt. Aber ja, ich denke, dass das kein Problem darstellen wird. Dann hat sich auch noch mal jemand ein Tierranking gewünscht. Ich mag Tierrankings sehr, sehr gerne. Ich würde gerne unter diesem Video nochmal erfahren, ob ihr auch Reaction-Videos gerne mögt, weil ich damit jetzt in letzter Zeit angefangen habe und mir das doch mega viel Spaß gemacht hat. Ich habe ja auch zu meinem Wolkenschloss-Video eine Reaction gedreht. Ich traue mich allerdings nicht, die hochzuladen. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich wieder Hate abkriege. Ich bin tatsächlich ein YouTuber, der nicht mit Hate umgehen kann. Aber würde mich tatsächlich interessieren, ob ihr vielleicht auch Lust hättet, Reaction-Videos zu sehen, weil da habe ich noch 2 in petto, die ich tatsächlich noch nachträglich hochladen könnte. Jemand hat sich Bookopoly von mir gewünscht und Leute, das ist halt so eine Sache. Ich bin ein wahnsinnig unkreativer Mensch und Bookopoly muss man halt selbst basteln und man muss sich Karten erstellen und da wahnsinnig viel Zeit reinstecken und ich hasse es zu basteln. Ich hasse es wirklich. Ich bin auch total schlecht darin. Also da kommt nichts Gutes bei raus. Und deswegen weiß ich halt einfach nicht, ob ich das tun sollte. Ob ich da wirklich Zeit rein investieren sollte. Weil wenn es mir zum Schluss nicht gefällt, bin ich dann auch noch enttäuscht von mir selbst. Und das Problem an der Sache ist halt auch bei Bookopoly, macht man sich ja so Art Leselisten. Und auch da kennt ihr mich schon ein bisschen. Mit Leselisten komme ich nicht klar. Meine Challenges der letzten Jahre haben nie funktioniert. Jetzt traue ich mich wieder an eine Challenge heran und versuche, was da rauszumachen und was damit zu machen und versuche, das anzugehen. Aber Leselisten, ich mache mir Leselisten und lese meistens kein einziges Buch davon. Also ist Bookopoly so eine Sache, die bei mir wahrscheinlich nicht so viel Sinn macht. Ich werde es weiterhin aber im Hinterkopf behalten und mal gucken, ob ich es vielleicht irgendwann doch mal tun werde. Dann hat mir jemand geschrieben, zeig mir ein Buch, das. Dazu müsste ich halt dann wirklich mal in den Kommentaren wissen, was ihr denn gerne sehen möchtet. Das kann ich sehr, sehr gerne mal machen. Ich kenne das Videoformat, ich habe es aber selbst mir noch nie angesehen. Ich muss mal gucken, wie man das am besten macht. Ob ich dann einfach tatsächlich mit Erfahrungen aus dem Buchladen dann einfach mal gucke, was sonst die Kunden gerne so, in welche Richtung die lesen und was ich da dann halt immer so für Äquivalente ziehe. Muss ich mal schauen, aber ist auf jeden Fall im möglichen Bereich. Dann hat jemand ein Book Blind Date Video vorgeschlagen. Fand ich eine sehr, sehr spannende Idee. Da geht es nämlich darum, euch Bücher vorzustellen, ohne sie euch erstmal zu zeigen. Damit man quasi einen ersten Eindruck von Lieblingsbüchern von mir dann eben gewinnt, ohne erstmal voreingenommen vom Cover zu sein. Und das finde ich natürlich eine richtig krass geile Sache, weil ich habe viele Lieblingsbücher, wo ich das Gefühl habe, dass sie relativ unbekannt sind und dass sie vielleicht niemand kennt. Und wenn man dann erstmal ohne das Cover oder ohne den Autor erzählt bekommt, worum es da geht, ja, vielleicht wird man so inspiriert. Also die Idee finde ich sehr, sehr cool. Das werde ich auf jeden Fall mit so einem Highlight-Video, denke ich mal, verbinden. Und werde einfach mal gucken, ob sich das vielleicht integriert, dieses Format. Dann hat jemand vorgeschlagen, ein Faktenvideo über mich. Da würde ich gerne mal fragen, interessiert das mehr Leute? Also ich meine, ich erzähle euch ja natürlich sehr, sehr viel von mir. Aber interessiert euch tatsächlich, interessiert,
ihr euch für mich, für mein Leben, soll ich da vielleicht mal ein Video zu machen, wie ich so meine Tage verbringe, wie ich lebe, wer ich so bin. Also, wenn ihr das gerne sehen wollt, schreibt es mir gerne nochmal hier unter die Kommentare. Ich kann da gerne auch ein bisschen privater werden, also warum nicht? Ich könnte sehr, sehr gerne mal ein Faktenvideo drehen, würde da aber sehr gerne natürlich wissen, ob das auch die anderen da draußen interessiert. Und dann hat noch jemand etwas geschrieben und Leute, ich würde das so gerne machen, aber ich glaube nicht, dass ich das tun kann. Und zwar geht es um lustige Geschichten aus der Buchhandlung, so wie das Expecto Booktronum gemacht hat. Ich mag sie sehr, sehr gerne und sie ist ja, glaube ich, sogar dadurch bei YouTube so krass durchgestartet, dass sie diese Videos gemacht hat, wie es ist, in einer Buchhandlung zu arbeiten. Ich werde es euch in der Infobox verlinken, weil die sind so unfassbar lustig. Ich liebe die auch. Ich kann das aber nicht machen, Leute. Ich wohne in einer kleinen Stadt. Wir haben sehr, sehr viele Stammkunden. Und ich habe einfach Angst, weil auch mein Chef weiß, dass ich YouTube mache, dass wenn ich das tue und da so viel Preis gebe, dass es einfach negativ auf die Buchhandlung abfärbt. Natürlich habe ich lustige Kundengeschichten. Natürlich habe ich auch sehr viele Negativerfahrungen mit Kunden gemacht. Aber dafür auch wahnsinnig viele positive Erfahrungen, gerade was Stammkunden angeht und die Unterstützung, die wir erfahren. Aber ich habe einfach wirklich Angst, wenn das meine Kollegin sieht oder wenn das mein Chef sieht oder wenn es irgendjemand sieht, dass das negativ auf die Buchhandlung abfärbt, weil die Leute uns ja natürlich auch kennen. Und wir leben hier in so einer kleinen Stadt, dass ich das nicht machen kann, ohne dass irgendjemand das mitbekommt, der tagtäglich bei uns ein- und ausgeht. Und deswegen ist das eine Sache, ich würde das gerne, ich würde euch unheimlich gerne so viele Sachen erzählen, gerade auch von Kunden, wo ich nur so unfassbar, was heißt enttäuscht, aber wo ich einfach mir so manchmal so denke, was ist mit den Leuten los? Aber das ist leider eine Sache, die ich wahrscheinlich auf diesem Kanal niemals machen werde, einfach weil ich niemand verletzen möchte und auch einfach nicht möchte, wenn das hier jemand sieht, der sich vielleicht darin angesprochen fühlt oder der das vielleicht sogar gewesen ist im Endeffekt. Es ist halt hier wie so ein bisschen wie in einem Dorf, Leute, und das muss ich ehrlicherweise gestehen, traue ich mich nicht. Genau, das dazu. Aber wie gesagt, schaut euch das auf jeden Fall von Expecto Booktronum an, weil das ist super lustig und ich kann da zu 90%, nein, eigentlich kann ich zu 99% zustimmen. Es ist genauso, wie sie es sagt. Genauso ist es bei uns auch. Also schaut es euch da an und ihr werdet es wiederfinden. Bei uns ist es genauso tatsächlich. ja, ihr Lieben, das so zu den Vorsätzen, zu den Videosachen, die ich geplant habe. Jetzt ist das Video doch 20 Minuten lang geworden, also ich scheine doch ein bisschen was zu erzählen zu haben. ansonsten wird nächstes Jahr ein Jahr der Umbrüche. Es kommt sehr, sehr viel auf mich zu nächstes Jahr. Ich werde heiraten. Alles steht unter dem Stern Corona. Das ist eine Sache, die man irgendwie meistern muss. Ist natürlich unter normalen Umständen schon eine super schwierige Sache, eine komplette Hochzeit zu planen und irgendwie alles unter einen Hut zu bringen. Und mit Corona ist das natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Vieles steht in den Sternen. Im April werden wir standesamtlich heiraten. Es wird im ganz, ganz kleinen Rahmen stattfinden, weil im April wird eh noch keine große Feier stattfinden können. Ich hoffe, hoffe, hoffe natürlich auf unseren Sommertermin, wo die kirchliche Trauung dann ist. Ich hoffe, dass man in der Kirche wieder singen kann. Ich hoffe, dass ich eine Feier mit meiner Familie machen kann. Aber wie gesagt, das steht alles in den Sternen von Corona und von der Impfung und wie es jetzt weitergeht. Da muss ich mich komplett überraschen lassen und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn man eine Hochzeit planen will. Aber Leute, es geht vielen so. Dementsprechend sollte ich mich da auf keinen Fall beschweren. Wir haben geplant, nächstes Jahr ein Haus zu kaufen. Also ein Riesenschritt, Leute, ein Riesenschritt. Das macht einem erstmal sehr, sehr viel Angst, weil das natürlich eine Riesensumme ist, die man da plötzlich vor Augen hat. Und das ist natürlich alles andere als eine Sache, die man überstürzt angeht. Es ist jetzt schon tatsächlich das ganze Jahr 2020 so gefühlt geplant. Und im nächsten Jahr, also jetzt 2021, kommt das Ganze endlich ins Rollen. Ich bin super aufgeregt. Bin sehr, sehr gespannt, wie wir es im Endeffekt einrichten, wie es umgebaut wird. Und das ist einfach ganz, ganz toll. Es ist eine aufregende Phase gerade.
Das ist so das, was bei mir privat auf jeden Fall los sein wird. Genau, ich bin sehr, sehr gespannt, was das Jahr 2021 noch so für mich bereithält, für meinen Kanal, für mich privat, für meine Familie. Und ja, ihr Lieben, ich freue mich einfach auf das, was da kommt. Hoffe, dass alles positiv ist, dass es nächstes Jahr auch coronatechnisch eher bergauf als bergab geht und wir uns nächstes Jahr alle wieder sehen können und treffen können. Und genau, damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.